Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Hauptprojekt. Ja, wenn ihr die Musik hört, glaube ich, kennt sich jeder schon aus, wenn es losgeht, was das ist. Beziehungsweise er hat sie schon gelesen. Und ich glaube, ich muss den Sound ein bisschen runterdrehen. Aber auf jeden Fall ist das Spiel von Naughty Dog. Und ja, wir spielen Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, und ich drehe mal kurz den Sound ein bisschen runter und dann sehen wir es gleich wieder. So, da, da. Dann gehen wir hier auf die Sprache. Wir stellen natürlich um auf Deutsch. Und neues Spiel. Neues Spiel, neues Glück. Das hier praktisch ist das Ende, ist vom Ende, vom ersten Teil. Ein Jahr später. Ja, und hier sind wir. Crash, meine Batterie ist leer. Mach dich nützlich, großer Bruder, und hol mir meine Ersatzbatterie. Tja, das ist unsere Schwester Coco. Wir können neue Attacken, zum Beispiel den hier, und wir können auch rutschen. Wir können hier rutschen, ja. Boing, boing. Und die ganz normale Drehattacke halt. Muss mir erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Und Akku ist auch wieder dabei. Din, 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 din. Und natürlich Leben sammeln können wir auch. Wie schon im ersten Teil. Praktisch der Nachfolger jetzt vom ersten Teil, also Cortex Strikes Back. Und ja, das Tolle hier an diesem Spiel ist, für 100% Spieler, so wie mich, wir können endlich unsere Kiste, ja, also die hi. So, ich muss mich erst ein bisschen an die Tasten gewöhnen. Ja, und wir haben das erste Level also praktisch schon geschafft. Und werden gleich mal in die Halle kommen. So, so, so. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber meiner schriftlichen Einladung wird wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mehr werde ich mal auf die Kristalle. Wir sprechen uns wieder. Ja, wir sind hier jetzt praktisch zu einer Art Warp Room. Und hier können wir speichern. Wir können hier Spiel speichern. Das machen wir auch gleich mal. Ja, ich werde mich natürlich, wie immer, kann ich hier Kleinbuchstaben nehmen? Nee, kann ich nicht. Gut. Bernie Baum wird sich nicht ausgehen. Dann nenne ich mich ganz normal Bernie. So wie mein Spitzname halt ist. Ja. Dann speichern wir mal auf die Memory Card.
Jawohl. Und warte mal, können wir hier gleich wieder zurück? Beenden. Gut. Hier haben wir ein Walkroom. Also hier können wir praktisch auswählen, wo wir hingehen. Und die ersten Level sind natürlich relativ leicht. Da oben sehen wir extra Kristalle. Also die mittleren Kristalle müssen wir alle finden. Und ich würde sagen, warte mal, dahinter, hinter dem Baum ist nichts. Fangen wir gleich mal an mit Crash Dash. So. Okay, das scheint ein Verfolgungslevel zu sein. So wie es aussieht. Ja. Gleich mal die Gefahr im Verzug genommen. Aber. Wow. Aber was macht man nicht alles? So. Bomberfrüchte gibt es hier natürlich auch. Und natürlich den Checkpoint. Das Gute an einem Checkpoint ist, wir haben die Kisten, also wir dürfen die Kisten behalten, die wir hier praktisch bekommen. Das heißt, die Kisten werden gespeichert. Ist das nicht schön? So. Checkpoint aktiviert und weiter geht's. Wow, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Aua! Da reinlaufen ist natürlich nicht schön. Da freut sich Mama, wenn wir hier in solche Britzellage reinlaufen. Die Bomberfrüchte zeigen uns eigentlich an, wo wir am sichern sind, auf der sicheren Seite sind. Und diese Nitro-Kissen sind auch neu. Zu denen kommen wir aber erst später. Ah. Ja, wir haben einen Kristall bekommen. Und diese Plattform hier zeigt ein extra Bonus-Level an. Das sind jetzt die neuen Bonus-Level, sozusagen. Und ja, paar Wumperfrüchte sammeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, werden die Bonus-Level jetzt mitgezählt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss mich erstmal an die Tastenkombination gewöhnen. So, gehen wir nochmal ins Bonus-Level. Ich glaube, die Kisten vom Bonus-Level werden dazu gezählt. So, ein paar Bomberfrüchte sammeln, dass wir Leben bekommen. Boing, 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 boing. So, gleich mal weg hier. Eins, zwei. So, dann machen wir hier mal frei. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. So, machen wir frei. So, hier frei machen. So, hier auch. Und den nehmen wir dann als Plattform zum Weiterspringen. Oh, geschafft. Jawohl. So, die Kisten werden dann dazu gezählt. Die Wurmbefrüchte natürlich auch. Und was ganz wichtig ist, aber ich spiele natürlich Safe. Ich kann natürlich Safe States spielen. Da werden die Leben praktisch gespeichert. Wenn ich keine Safe States machen könnte, würden die Leben nicht gespeichert werden. Oh, jetzt ist es ein Verschnellerer. Oh, da will ich nicht reinspringen. Sieht man nämlich so schlecht. Vielleicht mal die Kisten hier auch noch aktivieren. Wow. Und da ist auch schon der Tod da. Ja, man kann nicht alles haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kisten von mir zerstört werden müssen oder von ihm.
Also von dem rolligen Kugel da. Und zerstöre ich es lieber selber. Oder wir gucken einfach mal nach. Hier werden natürlich ausgebremst. Wow, da will ich nicht rein. Das fängt ja schon mal toll an. Ich muss schauen, dass ich die Verschnellerer erwische. So habe ich ein bisschen einen kleinen Vorsprung. So, ja, ein bisschen Vorsprung gehört dazu. So, hier links rum und kaputt machen. Hier rechts rum und kaputt machen. Und weiter und hier kaputt machen. Und die Kisten werden nicht von ihm zerstört. Das heißt, ich muss sie selber zerstören. Ich muss mir erst wieder ein bisschen reinfinden in das Spiel. Schon Ewigkeiten her, wo ich das gezockt habe. So, zwei Verschnellere erwischt. Oh, was ist das für eine Kacke. Einfach kurz, ich habe keine Zeit. Ach nee, jetzt bin ich da reingelaufen. Gleich im ersten Level blamier ich mich so, dabei ist das eh noch relativ easy. Ding, ding. Ich brauche die Verschnellerer, um jetzt schneller zu werden. So, jetzt kommen wir dann wieder an die tolle Szene. Zack. Ich muss da reinspringen, verdammt. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Crash ist der Star, ja. Boah, habt ihr das gesehen? Oh, das wird sich jetzt, glaube ich, nicht ausgehen. Muss ich ein bisschen Skill zeigen? Jetzt laufe ich wieder da rein! Das gibt's ja nicht! Ja, klar. Fall runter, Crash. So. Wer ist das nicht? Kann ich hier mit einem Analogstick machen? So, ein bisschen Vorsprung kann nicht schaden. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird dadurch ausgebremst. So, jetzt haben wir schon einen guten Vorsprung. Aber ich muss natürlich auch schauen, damit ich das richtig mache. So, hier. Was? Das gibt's ja nicht! Wieso laufe ich da immer da rein? Oh nee, ich will das Level heute schon noch abschließen in dieser Folge. Es wäre eine Blamage, wenn ich das nicht schaffen. So, jetzt habe ich meinen Vorsprung wieder ein bisschen versammelt. Ja, klar. Ich will euch ja noch zeigen, wie das aussieht. So, erst links rum. Dann rechts rum. Und dann hier die Kissen zerstören. Und dann da reinspringen. Und... wenn wir alles richtig gemacht haben und alle Kisten haben, bekommen wir hier den Kristall. Und wir sind fertig mit dem Level. Und wenn wir alles haben, erscheint hier der erste Kristall. Und oben der zweite Kristall. Yes! Und Crash macht lustige Posen. Oh, und Cortex kommt zurück. Gut gemacht, Crash. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt hör gut zu. Diese Hologramme kosten viel Energie. Bei meinen Studien bin ich auf eine Kraft gestoßen, die die Welt zu zerstören droht. Das ist das einzige Mittel, diese Kraft aufzuhalten. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Du musst mir daher unbedingt das Kristalle holen. Nein!
Oh, Coco. Ja, Leute. Ich cut hier erstmal und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Level. Und zwar The Pit nochmal. Okay, also, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.